Hey Leute und willkommen zum schon 20. Part von First to 10 Versus. Heute zum allerersten Mal gegen Enya Lee, eine Seriousuit und Sephiroth-Spielerin, die es geschafft hat, hier dadurch, dass sie Sub ist, einen First to 10 zu gewinnen. Sie hat es ein bisschen aufbewahrt, sag ich mal. Und wir machen das jetzt gerade während einem 12-Stunden-Stream. Wird, denke ich, auf jeden Fall ziemlich cool, vor allem weil auch das Seriousuit-Samus-Matchup ziemlich interessant ist, ne? Es könnte sein, dass es hin und her gehen wird. Oh, ein Recap, ja. Ich glaube, sie kommt noch back, aber Recap ist immer gefährlich gegen Samus. Sehr schön Roll. Und Charge Shot, ja, aber reicht nicht. Na gut, aber Eye Grab und Seriousuit ist weg. Aber ja, da auch wieder viel zu lange gewartet. Ich hätte vielleicht sogar fair machen können. Das war sehr schön. Das war jetzt zum Beispiel eben, das war jetzt perfektes Timing. Nicht zu lange gewartet, aber auch nicht zu kurz. Da konnte ich jetzt echt wenig machen, aber nein, okay. Okay, krass, der ist eigentlich komplett OP, der Move. So wie es aussieht, hat es aber doch noch nicht gereicht. Ding ist nur, Upthrow, ja, reicht auf jeden. Ich habe halt einen kompletten Stock-Vorteil gerade, auch was den Damage angeht. Darf es nur nicht Offstage übertreiben, weil da kann ich auch ganz schnell mal Reverse-Edge-Guarded werden. Und das ist natürlich viel Damage, ja. Ja, ich habe mir nämlich schon gedacht, die eine, was passiert da mit Samus, Alter, die eine Fair von ihr war zu viel. Die hätte mich killen können, aber das war auch ein Nisti, ja. Ja, gerade noch so erwischt, nice. No, ich hab's verkackt. Ich wollte extra die Plattform ausnutzen, um auch meinen Jump wieder zu bekommen. Aber ich bin irgendwie einfach richtig dumm auf der Plattform gelaufen. Geh doch runter da. Ah, fuck. Na gut, das war jetzt auch mal ein Nestie von mir. Yes. Yes, schon wieder zurückgeholt. Gibt's auch den Taunt zurück. Ah, komme ich nicht mehr hinterher. Aber es ist wieder eine Ledge. Und diesmal wieder zu lange gewartet. Nice. Aber diesmal war ich auch ready dafür, dass sie wartet. Und Downer, ja, kriege ich auch noch. Sehr gut. Sehr gute Reads und sehr guter Damage vor allem. Upthrow vielleicht, auch nicht. Aber Backer, echt? Okay, Backer macht's, nice. Full Rage Backer, einfach so. Ja, sowas halt ist. Keiner clean und immer extra Damage. So nach einer AP oder so. Nice. Ja, das killt. Let's go, Junge. Ja, das war nicht gut von mir. Das war definitiv nicht gut von mir. Oh, oh, getradet, als ob. Das war ja mal mega gut. Ich mache hier eine Bombe hin und werde einfach paralyzed. Okay, nice. Ich wollte eigentlich den Charger dagegen nutzen, aber beide haben nicht funktioniert. Shit. Ich kann noch comeback werden. Hm, stirbt doch. Upthrow, oder? Der macht's. Yes. Oh, gut. Gut. Ich habe nämlich echt noch gedacht, da kommt vielleicht gleich so ein Abwehr-String oder sowas, der mich einfach mega früh killt mit Rage. Aber nee, so nicht. Nice, okay, GG. Mein Jumper weg? Really? Habe ich gar nicht gemerkt. Ich brauche jetzt halt jetzt direkt den Kill irgendwie. Upthrow wird nicht ausreichen, nee. Landing? Ja. Okay, gut, das ist gut. So viel Damage durch Bomben, das ist gut. Oh, ja, Mann. Der Read war wirklich perfekt.
Oh mein Gott, okay, das war super clean. Da wurde ich auch mehrmals einfach getrappt gerade. Tot, oder? Yes! Oh mein Gott, zero to death am Ende. Wobei ich einmal gehittet wurde bei der Abi, ne? Aber, yo, let's go. Die zero to death. Nice. So viele Trades einfach. Yes! Oh, der Shit war nice. Okay. Ah, okay, diesmal habe ich ihn nicht durchbekommen. Side B, komm. Na. Aber ja. Der hat wieder den gleichen Fehler gemacht, wie ich glaube, das war in King of the Hill. Sie ist richtig schön gedriftet, aber hat nicht gemerkt, dass der Jump weg war. Und da hilft ein Drift natürlich auch nichts, weil man dann gar nicht mehr zurückkommt. Dann bringt man sich quasi einfach selbst um. Also war ein SD. Und da wieder die Charge Shot Tech Chases, ja. Sind ziemlich heftig hier. Reingejumpt, yes, let's go. Und eventuell nochmal. Ja! Double Snipe, perfekt. Die Kombos sind auf jeden Fall am Laufen. Ja, 105% schon, nice. Yo, down in the ledge, okay, nice. Ja, ich glaube, das war's. Da ist gar nichts mehr nah, ja. Jetzt war wirklich gar nichts mehr nah. Knapp. Killt es? Yes. Ah, gut. Den Stock wollte ich schon noch mitnehmen. Wow, nice. Gleiche Idee gehabt. Full Rage Uppy. Naja, never mind. Hätte ich nicht probieren sollen. Ja. Oh mein Gott, also. Ich wollte den Disrespect und sie taggt es einfach. Okay, das war's. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, als ob. Du taggst es einfach weg. Das war aber meine Message, Mann. Oh, Junge, Becker ist so strong. Weg, Jason. Ja, das war schnell, Alter. Perfekt, das war perfekt. Nice. Sehr viel gecovert auf jeden Fall. Ja, das ist so cool, dass man den Jab so ein bisschen delayen kann. Damit hat sie nicht gerechnet. Ah, der Jump war noch da. Schön. Okay. Sie wollte vor All-In gehen. Understandable. Aber, wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, Saums hat eine gute Recovery. Da sollte man eher safe edgegun und nicht übertreiben. Vor allem, weil ich jetzt schon wieder 50% aufgebaut habe. 57. Ich habe den Kill. Zero to death einfach. Oh mein Gott. Ja, so schnell kann es gehen. Alter. Schade. Gute Back, ja. Und ja, gute Fair. Ich habe immer... Ich probiere es eben immer mit dieser Saipi, aber Siusut geht da halt einfach drunter und fährt mich dann, ja. Darauf muss ich auch besser klarkommen noch. Gute Combo, aber Charge Shot sagt nein. So, ey, jetzt Combo Time, Charge Shot einfach so, hallo, tot. Sick. Alter, ich habe da den Kick sowas von gespürt. Der Bait, ja.
Oh, Movement on Fleek. Nicht so on Fleek. Nein, okay, das war nice. So über die Plattform. Ja, Mann. Es ist so witzig. Junge, Downtilt durch die Plattform. Perfekt. Ja, wenn ich es richtig time, kann das klappen. Weil ich wusste einfach, dass sie jumpen will. Als ob. Ich hab's eigentlich perfekt gemacht, aber wollte es gar nicht. Ich wollte dich eigentlich treffen. Aber ich habe damit die Side-B geblockt, sodass sie nicht die Ledge grabbt. Nice, ja, natürlich alles geplant. Ja, es war halt klar. Es war halt einfach klar, dass mir so ein Scheiß passieren wird. Hey, nice. Und er ist auch tot, oder? Nee. Da aber, oder? Yeah, boy, let's go. Kombos auch on Fleek. Tot, oder? Yes, let's go. Weggejankt. Nice. Genau, so habe ich es mir vorgestellt, Junge. Innerlich wird einfach hin und her gekombot. Leider kein Funner zum Schluss, aber diesmal auch keine SD. Der Jetblock und Upsmash. Let's go. Best Pika Deutschlands. Nice. Und damit steht es 10-0. Nelly, du hast schon sehr gut gespielt. Du hast dich auch sehr gut verbessert. Aber was so deine Probleme sind, du machst so manche Hardreads, wo man merkt, du willst jetzt unbedingt, dass diese Combo klappt oder dass diese Trap klappt, statt halt einfach mal ein bisschen safer zu spielen. Heißt einfach allgemein für dich ist es, glaube ich, sehr wichtig, noch mehr zu spielen und zu merken, was kann ich eigentlich machen und was sollte ich eher lassen. Also einfach generell halt auch ein bisschen geduldiger zu spielen. Das war so ein bisschen das Problem. An manchen Stellen hast du abgewartet, aber sehr oft war es einfach so, dass ich warten konnte, bis von dir ein Smash kam oder eine Down B oder so. Und dann habe ich dich halt easy treffen können mit einer Backair vor allem. Backair war so der Move, der gegen dich am besten geklappt hat. Deswegen da musst du auf jeden Fall noch ein bisschen geduldiger werden. Und dann natürlich deine Recovery. Deine Edgeguards sind gut, aber du musst doch deine Recovery, glaube ich, teilweise besser einschätzen können. Also zu lernen, wie tief du eigentlich wirklich mit Zeus gehen kannst, sodass du auch wieder zurückkommst. Weil eben, du hast dich ein paar Mal während einem Edgeguard SD'd und wurdest natürlich auch von mir Reverse Edgeguarded. So, ja. Darauf musst du auf jeden Fall auch noch achten, aber ansonsten wirklich so von wegen deine... Die Kombos, die du machst, sind so richtig wie halt Zeus. Mit sehr und näher probierst du so Tech Chases hinzubekommen oder irgendwie kleinere Kombos. Dein Movement ist auch sehr nice. Ja, hast dich auf jeden Fall deutlich verbessert. Aber genau, deine größten Fehler sind noch so das generelle einfach dieses Ungeduldigsein. Und halt natürlich die SDs dadurch, dass du die Recovery falsch einschätzt. Das wäre es jetzt so von meiner Seite. Es hat auf jeden Fall super Bock gemacht. Es ist zwar ein 10-0, aber man hat, glaube ich, während des Matches trotzdem gemerkt, dass du halt dich gar nicht so schlecht anstellst. Und ich denke, dass wenn du weiter trainierst, dass es beim nächsten First to 10 auch schon anders aussehen könnte. Vor allem halt mit Zeus, ne?